Moin, willkommen wieder bei Rapid TV. 7. Spieltag, 96. Saison. Liga sieht es unangenehm aus mit dieser relativ noch schlechten Mannschaft, aber das wird jetzt. Heute ging es gegen BVB 09 im Fernando-Harms-Stadion vor 1225 Zuschauern, 37,7% Auslastung. Ich glaube, wir haben noch 0 Punkte in der Saison. Stärke 36 gegen 75. Also, ich denke mal, es wird wohl bei den 0 Punkten bleiben. Seelmann kommt für den gesperrten Jones. 15 Minuten gleich das 1:0 für die Gäste. Matni Davidson, nachdem er zwei Abwehrspieler ausgespielt hat, schiebt er ganz letztlich da die Kugel rein, 1:0. Und in der 27. Erhöht Vitali Maksimov mit einem schönen Schuss ins untere Eck auf 2:0. Und Davidson schnürt er den Doppelpack, 3:0. Mit einem einfachen Schuss aus 7 Meter quergelegt. Davidson mit einem Hattrick mittlerweile. Und ich denke mal, es wird so damit bleiben. Der gibt jetzt hier noch der Davidson eine Großchance. Damit bleibt es beim 4:0 für BVB 09. Und wir spielen gegen Elo. Vielleicht, wer die Videos vorher geguckt hat, hat gesehen, dass wir gegen die schon mal gespielt haben. In den letzten Tagen am Stadion Schleberg. Jedoch weiß ich leider nicht mehr, wie die Partie geendet ist. Kann sein, dass wir da gewonnen haben. Und da sieht man wieder die Spieler, die ich geholt habe. Vollkommene Profis. Das Gasti macht sich bereits beim Aufwärmen einen hochkonzentrierten Eindruck. Denn so gewinnt man nur die Spiele, wenn man voll bei der Sache ist. Und hier liegt auch schon mittlerweile ein Tor in der Luft. In der 26. Und 10 Minuten später hat es gerappelt. Esteban Campitero Fernandez schießt da den Ball aus 7 Metern zum 1:0 für Rapid. Die Spieler jubeln hier, rennen zur Gästekurve, feiern mit den Fans. Und ja, das ist Abpfiff. Man gewinnt 1:0 bei Elo. Mittlerweile das zweite Spiel gegen die. 2:2 Chancen im Endeffekt. Ja, geht das vollkommen in Ordnung, dass wir hier gewonnen haben. Gut, Liga-Situation, 0 Punkte. 0 Punkte. Wir gucken mal einen Spieltag weiter. Das spielen wir jetzt gegen Heindorf, gegen den letzten mit Stärke 23. Könnten wir morgen in den ersten Dreier schnüren. Es ist ein Auswärtsspiel. Hoffen, die Fans von Rapid werden uns unterstützen. Also es lohnt sich definitiv morgen einzuschalten. Da wird wohl denn, ja, der erste von wahrscheinlich nur 2 Siegen in diesem Jahr folgen. Und Holfstich verlängern wir einfach mal nur als, damit wir ihn haben als Reserve. Ian Wilson kann auch wieder spielen. Packen wir mal in die Aufstellung. Holfstich raus, Dean Wilson rein. In der Liga ebenfalls. Gut. Dann würde ich sagen, sehen wir uns dann morgen mit hoffentlich einem, dem ersten Dreier dieser Saison. Ja. Vitrine, sitzt da nichts drin. Gibt es hier irgendwo die Statistiken? Wir können noch auf die Statistiken. Die Top-Torschützen in diesem Jahr: einmal Zoom und Stich, die getroffen haben. Der ewige Torschütze Axel von Eschenbach, der auch uns letzte Saison, vorletzte Saison zum Klassenerhalt, ja, geschossen hat. Ich glaube, ja. Dann haben wir noch Fernando Harms, unseren ewigen Top-Spieler, die meisten Spiele für den Verein bestritten hat.
Und ja, wie gesagt, wir sehen uns dann morgen mit dem ersten Dreier der Saison. Hoffen wir mal. Also, bis dahin. Ciao.